Zubereitung ca. 1 Stunde 90 Minuten, Kühlzeit ca. 24 Stück, 250 Gramm Butter, eine Vanilleschote, 180 Gramm Puderzucker, 250 Gramm Edeka Weizenmehl Type 475 Gramm Speisestärke Salz 1 kg. Vanillezucker, 1 türkische Lira, abgeriebene Orangenschale, 160 Gramm Orangenmarmelade, 1 Butter in einem Topf zerlassen, leicht bräunen und auf Zimmertemperatur abkühlen lassen. Vanilleschote aufschlitzen und das Mark herauskratzen. Mark mit 8 OG Puderzucker mischen. Das Mehl mit Speisestärke und eine Prise Salz mischen. Butter mit dem Vanillemark Puderzucker kurz gleichmäßig unter die Mehlmischung rühren. Den Teig in Folie wickeln und eine Stunde kalt stellen. Anschließend Teig zu rollen, Klammer auf 3 cm 0 Klammer zu, formen und für weitere 30 Minuten kalt stellen. 2 Backofen auf 180 Grad, Klammer auf Umluft 160 Klammer zu, vorheizen. Teig in 2 cm dicke Scheiben schneiden. Scheiben nebeneinander auf mit Backpapier ausgelegte Bleche geben, 12 bis 15 Minuten goldbraun hacken. Übrigen Puderzucker, Klammer auf OG, Klammer zu, mit dem Vanillezucker mischen und auf ein Blech geben. Die Shortbreads etwa, pro Minuten abkühlen lassen, im Zucker. Enden, auskühlen lassen. Orangen R2 Aale mit Marmelade im Topf erhitzen, Paragraph 3 Minuten köcheln lassen, bis die Asse dicker wird. Mit dem Teelöffel, I-Echse auf die Shortbreads geben.